Es ist Sonntagmorgen, jedenfalls zum Zeitpunkt meiner auditiven Aufnahme und der darauf folgenden Videoerstellung. Und ich habe den Grund dieses kleinen, aber aberwitzigen Infovideos bereits auf Twitter gepostet. Da ich jedoch weiß, dass nicht allzu viele von euch Nutzer von Twitter und Co. sind, wollte ich euch in der Folge nochmals hierüber informieren. Und zwar wird sich mein Dreamfall-Nachwort, und das scheint mit dem heutigen Tage mehr als offensichtlich, noch etwas verzögern. Leider Gottes. Aber wie ihr hier sehen könnt, bin ich dran und habe bereits die ersten Minuten von möglichen 40 Minuten, wow, visualisiert und musikalisch untermauert. Bezüglich letzteren bin ich total erfreut, denn mir wurde besondere musikalische Unterstützung zuteil, oder besser gesagt, mir wurde die Genehmigung erteilt, mir musikalische Unterstützung einzuholen. Ja, und ja, das freut mich immens. Aber ich möchte noch nicht zu viel verraten. Alles Weitere wird dann im kommenden Abschlussvideo sichtbar und hörbar sein. Um euch aber ein kleines, was heißt kleines, vielmehr großes, bedeutsames Trostpflaster zu spendieren, möchte ich euch hierüber verkünden, dass heute unser Gemeinschaftsprojekt Let's Tell durch Daniel aka Raging Rausch fortgeführt wird. Und ich bin einfach total gespannt darauf, wie er den vorangegangenen Prolog weiterspinnen wird. Mehr werdet ihr dann im Laufe des Tages über seinen Kanal erfahren. Andernfalls könnt ihr seinen Beitrag auch in der zentralen Playlist von Let's Tell a Story ersehen, auffinden. Und da ich mich ab kommendem Montag offiziell als Urlauberin schimpfen darf, endlich, werde ich mit dem morgigen Tag auch wieder mehr Zeit in das Nachwort investieren können und hoffe dann, dass ich so schnell wie möglich voranschreite. Und das war's auch schon wieder. Ich verabschiede mich nun feierlich von euch. Nun denn, lasst dieses Wochenende nach euren Ermessen ausklingen. Wir hören uns natürlich alsbald wieder. Bye bye, eure Jane.